So, haben wir ja gerade diese tolle Notiz gelesen. War ja grandios, was die da zu sagen hatten. Die Diebe. Die haben nichts mehr zu sagen. Okay, dann gehe ich jetzt durch diese Tür dort drüben. Wenn ich hier nichts Brauchbares mehr finde. Es wäre halt cool, wenn ich noch mehr Kampf hätte, aber ich glaube, es reicht jetzt auch, um meine Waffe zu reinigen. Ein Kanal. Da gibt es doch bestimmt wieder einen Brief, oder? Bestimmt düster hier. Alter! Ich hoffe, ihr kennt es. Ah, ihr könnt es ein bisschen. Okay, auf YouTube sieht man das nicht. Ich mach mal ein Licht an. Mit der Fairness halber. Zack. Das hier nochmal so. Ich hoffe, das ist jetzt mit dem Ton okay. Stimmt, hätte ich vielleicht gerade mal gucken sollen, bevor ich gleich den nächsten Part aufnehme. Ob das mit dem Ton stimmt? Naja, egal. Passt schon, hoffentlich. Sag mal, die haben ja eigentlich ein... Die selbst haben hier ein ausgesprochen nettes, na, was soll das heißen, nettes Leben, aber, ne? Im Verhältnis zu anderen Leuten hier echt ein Leben geführt. Leider sind sie mit ihren Mitmenschen nicht entsprechend umgegangen. Weshalb ich ihnen mal einen besseren Umgang beibringen musste. Indem ich natürlich ein Negativbeispiel gezeigt habe. Wie man auf jeden Fall nicht mit Leuten umgehen sollte. Da ist irgendwo ein Tape Deck. Oh. Wo kommen diese hässlichen Dinge eigentlich her? Man kann sie nicht einmal erschießen. Am besten stopft man ihren Arsch mit so viel Schrot vor, dass sie irgendwo vom Himmel fallen, damit man dann abhauen kann. Das macht man nochmal. Wenn er es sagt. So, was haben wir hier? So, leider müssen wir schon wieder Medikits machen. So. Da müssen wir einmal herstellen. Zack. Hier können wir was upgraden. Tatsächlich. Halleluja. Da bin ich dabei. Waffen reinigen. Kurz nochmal gucken, gibt es irgendwas Neues, was spannend ist? Nee. 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 Alles nicht spannend. Zack. Ich muss aber irgendwann scheinbar ein Medikit nehmen, ne? Es scheint nicht von alleine. Vielleicht, wenn ich... Ich werde es mal gerade probieren, wenn ich ob ich mich ein bisschen heile, wenn ich schlafe. Das könnte natürlich passieren. Kann ich bitte eine Zeit eingeben? Was ist es? Jetzt angetrunken. Scheint mir wieder gut zu gehen, ne? So. Wieder raus. Es wird gerade Nacht. Perfekt. Zum nächsten Fragezeichen. Sieht ja nicht ganz gesund aus, ne? Die Hasen. Aber das bringt es wohl mit sich, wenn man in so einer Umgebung hier lebt. Ist das etwa das Geräusch vom Fisch?
schon wieder ein Hase. Bei Silent Hill wäre da jetzt möglicherweise eine komische Nummer wieder hinterm Schrank gewesen. Woran stellen wir fest, dass es nicht Silent Hill ist? Wir können hinter den Schrank hintergucken. Und das nicht nur aus einer ganz, ganz bestimmten Perspektive, wenn wir uns da vorstellen und eine Taste drücken. So. Das mit dem Teddybären würde ich gerne mal versuchen. Ich muss mal schauen, ob es da irgendwie eine Verbindung gibt. Gern. Achso, das war es wirklich schon. Okay. Hier kommt man rüber. Warte. Achso, das ist aber nur die Seite. Kommt man da? Achso, da kann ich über die Tankstelle, dann bin ich auch schon wieder automatisch sowieso da, wo ich hin will. Krähen. Das ist alles Leichen, das ist ein nasales Leichen. Könnt ihr euch bitte verpissen? Werde ich auch noch beschossen. Scheiße, und schon wieder sind die ganzen Medikits weg. Ich komme hier aus diesen Erdlöchern, ne? Ist ja geil. Oh, und hier ist schon wieder ätzendes Zeug. Also nicht in erster Linie ätzendes Zeug, sondern strahlendes Zeug. Hat das gerade nicht. Ich schieße auf den und das juckt den halt einfach gar nicht, ne? Gott. Warum müssen die sich hier so fett betteln? Könnt ihr es bitte lassen? Kann man hier längs gehen? Tatsächlich. Dann holen wir uns mal den Teddy zurück, oder? Als heutige Aufgabe. Vor ist allerdings hier noch ein kleines Mysterium zu ergründen. Na, obwohl Mysterium ist was anderes. Das sind einfach Gegner. Das war nicht gut. Das war alles andere als gut. Irgendwie ist die... Ich brauche ein besseres Visier für die Waffe. So. Der Sniper ist weg. Scheiße. Richtig. Die sind auf der Seite hier keine. Kann ich mich eigentlich lehnen? Nein, ich kann mich nicht lehnen. Ich kann mich heilen. Geil. Danke. Danke für nichts. Was war das gerade? Oh Gott. Das
war gerade wirklich ein reiner Glückstreffer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, ich nehme es zurück mit dem, dass das Spiel überhaupt keine Clipping-Fehler hat. Das ist irgendwann nur ein Pilz, keine Lampe. Ich glaube, der ist tot. Sind immer noch welche da? Erstaunlich. Da ist tatsächlich noch einer. Ich dachte, den hätte ich schon. Hä? Irgendwie ist es gerade, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Hat der Typ sich da jetzt gerade festgebackt? Das ist natürlich ein bisschen scheiße, falls das tatsächlich der Fall ist, dass sich das jetzt festgebackt hat. Ich hoffe sehr, dass es dem nicht so ist. Komisch, genau den gleichen Gang habe, genau den gleichen Gedankengang habe ich auch gerade gehabt. Diese Frage stellte ich mir auch zuletzt. Da ist der Schweinehund! Fuck. Jemand hat mich gesehen. Die Frage ist, von wo hat er mich gesehen? Von wo kann er mich treffen? Das ist Stoff. Schweinehund ist in dem Durchgang. Ach, da sind sie. Ja, irgendwie ist der Typ tatsächlich. Ich glaube, der Typ ist kaputt. Warum ist der Typ kaputt gewesen? Nein, er hat einfach so eine fette Rüstung. Okay, verstehe. Krank. Also man hat ja gesehen, dass er irgendwie eine fette Rüstung anhat, aber. Ich muss einmal kurz hüpfen, um zu sehen, ob hier noch irgendwo jemand ist. Sorry. Gut, ich meine, sorry hilft da auch nicht, aber... Sehr gut. Dankeschön. Darauf habe ich doch nur gewartet. Hättest du das mal deinen anderen Leuten auch vorgeschlagen, du, dann... Hätten wir ein ganz anderes Spiel draus gemacht, dann wären hier viele Leute noch am Leben. Du glaubst gar nicht, wie viele. Zack. Du hast gewonnen, Mann! Ja, ich weiß. Genau das ist mir zum Glück klar. Deshalb kann ich hier gerade ohne Sorge rumlaufen. Ich weiß gerade zwar nicht, wo du bist. Beruhig dich, Mann, alles gut. Okay. Darf ich deine Waffe haben? Warum passiert die Scheiße eigentlich immer mir? Verdammt. Ich will deine Waffe, ja. Du hast schon richtig. Nein, ich will nicht dich, ich will deine Waffe. Ganz genau. Danke. Oh, habe ich die Taschenlampe noch an? Kein Wunder, dass die mich sehen. Tut mir echt leid, dass du jetzt so Pech gehabt hast. Aber freu dich. Ich meine, du lebst noch. Also du hattest weniger Pech als die anderen Leute hier. Zack.
Mhm. Schickes Anwesen hier. Gar nicht mal so klein. Alles klar. Jetzt hier wirklich leer? Was heißt das? Das passiert immer dir. Ich kann aber auch nichts Gescheites mit ihm machen. Ne? Ich kann ihn nur ausschalten oder töten. Kann ich nämlich sagen, so hier, ey, komm Junge, willst dich uns anschließen? So, dann sind wir ein paar mehr. Obwohl eigentlich, ach, ich glaube, der Miller ist dann wieder sowas von sauer, weil er einfach keine Leute mehr da haben will. Einfach nicht noch mehr Mäuler zu stopfen. Wie komme ich da oben hoch? Irgendwie ist doch der Typ auch da oben hochgekommen, der da oben war. Vielleicht hier. Komm schon. Komm schon. Kann nicht sein. Ich muss da doch hochkommen. Irgendwie sind da doch auch hochgekommen. Oder kann ich darüber, über dieses Ding bei ihm? Sorry, ich muss gerade mal was ausprobieren, ob ich da irgendwie hochkomme. Gott, Hilfe! Klar würde ich mich auch trauen. Mhm. Ja gut, nicht so interessant. Ob es da drüben halt interessanter wird, das ist jetzt so die Frage. Komme ich da drüben überhaupt rüber? Na, so hier nicht. Das wird doch... Oh mein Gott. Hilfe. Oh Gott. Wer macht so... Wer läuft denn freiwillig darüber? Alter. Ich verstehe. Ja, warte, das ist nur für die... Es ist wirklich nur der... Ist nur das orange Teil neu. Ja, okay, dann... Haben wir jetzt einen Sniper? Und dann fährt ich jetzt wo hier irgendwo. Wäre ich wohl runter oder rauf gekommen? Okay. Interessant. Ich möchte aber eigentlich gerne da unten runterrutschen. Deshalb gehe ich da wieder hoch. Oh, die Sterne. Wie schön. Gerade keine Sternbilder erkennen, aber so in die Richtung wollen wir, dann würde ich sagen, zurück zum das Spiel macht mich echt fertig. Also komm. Jo. Tschüss. Ah, so. Okay, hat er das letzte Mal auch schon gemacht? Diesmal war die Animation auf jeden Fall sauber, sodass man... sodass sie logisch war. Bevor wir jetzt Teddy suchen gehen, interessiert mich dieses Gebäude schon ziemlich krass. Das zieht schon irgendwie meine Aufmerksamkeit auf sich. Oh, nur dass ich verstehe. Da drin wohnt der Fisch. Gut, vielleicht nicht so ganz way to go. Oh Gott.
Hier rechts ist theoretisch, wenn der Teddy. Das ist also der Ort, den wir anstreben. Ach du Scheiße, ey. Die elektrischen Anomalien kann ich gerade echt nicht gebrauchen. Mir bleibt nichts anderes übrig. Wenn ich diese Anomalie aus dem Weg gehen will, muss ich da reinrennen. Wo ist dein Teddy-Mädel? Wo ist dein Teddy? Da drüben. Okay. Dann gehen wir mal zu deinem Teddy. Sind wir noch keinen Leuten begegnet? Warum weiß ich nicht so genau? Safe-Raum? Cool. Ebenfalls cool. Nehmen wir auch mal mit. Was haben wir hier noch so Gutes? Haben wir hier noch mal was? Nein, wollte ich gar nicht. Hier so. Nehmen wir auch mal. Schlafen, ach, weiß nicht. Dann werden die Anomalien weg, ne? Ah, was haben wir hier? Leider, mal wieder. Zack. Ach, man sieht das da auch. Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. So, was gibt's hier Neues? Ach, bisschen Schaden weg. Genauigkeit und Schussfolge wird verbessert. Hm. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Oh, das Ding macht wesentlich mehr Schaden, stelle ich gerade fest. Und dann können wir die Pistole aber nicht mehr für nah dran nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das klug ist. Könnte die. Ich würde sagen, ich baue die um zu Sniper. Was mache ich dann hier mit? Dann muss die auf Kurzdistanz. Dann wird das unsere Kurzdistanzwaffe, was natürlich ein bisschen gefährlich ist. Weil natürlich nur mäßig dafür geeignet ist. Oder die AK wird unsere Kurzdistanzwaffe. Dann müsste ich eventuell das Visier mal runternehmen. Kann ich eigentlich machen. Ich meine, jetzt wo wir die Sniper dann haben. Mach das mal. Gott, die AK müssen wir reinigen. Und dann geht da das Visier runter. Die kriegt das Reflexvisier. Und stattdessen kriegt das Ding hier hat ja jetzt das Scharfschutzvisier. So sollte hoffentlich jetzt hinhauen. Das ist das unsere AK mit Reflex. Das auch unser anderes Geteil und das hier ist dann jetzt unser Sniper. Ich hoffe, das läuft. Ist F5 eigentlich... Scheinbar ist F5 Quicksave, okay. Also jetzt muss man aufpassen, dass ich hier dem Anomalie nicht begegne. Ich glaube, das lasse ich lieber. Es schneit. Und wir sind fast da beim Teddy. Ich muss auf das Wasser aufpassen. Gerade wenn so eine Anomalie da ist. Aha. Gut, dass wir jetzt unsere neue Kurzdistanz-AK dabei haben.
scheinen hier nicht die allerangenehmsten Zeitgenossen zu sein, die hier rumlungern. Wie tief geht das hier? Okay, es hält sich in Grenzen, es hält sich in Grenzen. Ich sehe da ein kleines Problem. Ich weiß nicht. Klein, was man so als klein definiert. Also eigentlich ist das Problem ungefähr genauso groß wie wir. Und sitzt vor uns auf einem Rohr. Dann müssen wir mal probieren, ob wir hier rumkommen vielleicht. Vielleicht juckt es die ja nicht. Ich weiß ja nicht, wann wir hier absaufen. Hier scheinbar noch nicht. Okay. Dann schätze ich mal die Kühltürme hoch, oder was? Oder was auch immer das hier sind. So. Eine Leiche. Ohne weiteren Schnickschnack. Oh mein Gott. Wirkt auf jeden Fall alles grundsolide und stabil. Und ich meine, Hauptsache das ist es, ne? Also Hauptsache es ist grundsolide und stabil und das hat hier den eindeutigen Anschein. Also... Hoho, das ist ein schönes Bild. Eigentlich von da drüben vielleicht noch schöner. Wenn ich hier hingehe, kann ich vielleicht da so raus mit der Kamera. Ha! Kriege ich hier vielleicht was noch Schöneres, sowas hier. Okay. Es wird nicht wirklich interessanter hier. Ich nehme mal die Leiter. Ich verstehe, das ist das Nest. Sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend. Alles taken, was wir kriegen können. Warte mal kurz. Ist das ein Schnarchen? Ist das ein Schnarchen? Das ist ja gruselig. Gruselig. So, okay, dann schleichen wir uns mal ganz schleichig daran. Wie ist das eklig irgendwie? Ja, da schläft es. Kannst du auch später noch. Ganz ruhig. Ich gehe einfach wieder runter. Ganz einfach. Tschüss. Ich habe jetzt einen Teddy und eine Gitarre. Alles, was ich immer haben wollte. Wir können jetzt nur noch mal die andere Seite hinnehmen, damit wir noch mal ein bisschen was Neues sehen. Nee, ja. Fernglas, ich vergesse mal, dass ich ein Fernglas... Ah! Und ich will immer mit dem Mausrad zoomen beim Fernglas, aber das ist hier anders, das ist so. Freund oder Feind? Das ist hier die Frage. Ahahaha.
Okay. Ein bisschen Strahlung. Wollen wir Strahlung? Ich weiß es nicht so genau. Wollen wir Strahlung? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, die schadet unserer Gesundheit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ein Schrimp. Ich dachte erst, da liegt eine Leiche. Ja, meine Waffe ist schmutzig, ist mir schon klar. Die mir mit ihren schmutzigen Witzen hier. Schnell an der Anomalie vorbei. Und könnten wir theoretisch hier rüber. Was ist das hier schön? Kann ich da rein? Nee. Kann ich von dieser Seite rein? Nein, ich wollte nicht aufladen, ich wollte anmachen. Aber aufladen müsste ich jetzt auch bald mal wieder. Habe ich es ausgemacht wieder? Ich glaube schon. Ich dachte eben gerade irgendwie, das wäre der Fisch, aber das ist nur ein... Wo fahren jetzt eben diese Leute? Wir haben doch eben... Ihr habt das aber auch gesehen, ne? Ich habe da doch eben irgendwie Leute gesehen. War das jetzt da? Das war doch hier vom Turm aus, war das doch irgendwie gefühlt direkt daneben. Warum kann ich hier eigentlich nicht hochklettern, diese Leiter? Ich wüsste jetzt gerne, wo das gerade... Wo und was das gerade war. War das da drüben? Ich glaube, hier ist richtig... Ja, hier ist richtig Wasser. Nicht ganz so toll. Okay. Das ist blöd, weil ich wollte eigentlich... Kann ich hier rauf? Aha. Na bitte, geht doch. So, dann gehen wir hier rüber. Ich war gerade dort, oder? Können wir hier irgendwo rüberspringen? Wir haben gelernt, Artyom! Toll. Ich hoffe, wir kommen da raus. Ja, okay. Hat super Sprungkünste. Was sicherlich auch interessant wäre. Oh Gott, und schon wieder diese blöden. Oh Gott. Okay. Werfen wir mit so schweren Steinen. Oh Gott. Muni ist gleich alle. Tatsächlich. Und überhitzt hat sie auch noch. Einwerfen. Hey, warum kann ich immer noch nicht? Willst du mich verarschen? Ich schlag jetzt so lange auf dich ein, bis das was bringt. Okay, es bringt niemals. Warum bringt es niemals was? Ich habe gerade keine funktionierende Waffe. Alter. Ich habe doch hier gerade gepumpt, meine Güte. So. Oder ist die auch noch leer? Ach, die ist auch noch leer. Was ist so ein Scheiß.
Ja, Halleluja, ne? Wir haben echt viel Munition gerade. Super Voraussetzung für ein gewagtes Manöver. War es nicht so kritisch? Warte. Hey, warum ist das? Wo ist denn hier der Bereich? Ich konnte eben gerade gar nicht einschätzen, wo hier der Bereich ist. Okay, kann ich da einmal schnell durchlaufen? Hört der Bereich hier vielleicht wieder auf mit ein bisschen Glück? Scheinbar. Sehr gut. Das ist ja hier fast wie bei Skyrim. Hier kann man auch mal fotografieren. Oh, das sieht auch cool aus. Kann man noch ein bisschen rausgehen im Sichtfeld. Zack. Solche Motive kriegt man nicht jeden Tag vor die Linse. So, jetzt mal schnell wieder hier aus dem verstrahlten Bereich raus. Ich weiß jetzt leider nicht so genau, was halt Miller sagt, wenn ich wiederkomme, bevor ich hier die Sachen gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann, aber ich hätte gerade Lust dazu, sehr stark, einfach mal zum Dings zurückzugehen, zur Bushaltestelle, wollte ich gerade irgendwie schon sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gerade komme. Bushaltestelle ist irgendwie falsch. So, war eine Basis. Und da ist halt noch was auf der Ecke, wo wir jetzt noch nicht waren, bei diesem Schienendepot. Da sind unsere anderen beiden Fragezeichen noch. Okay.